So, hallo Freunde. Ja, wir sind jetzt hier vor dem Bossnebel zu diesem Drachen. Ich habe mir hier Hilfe besorgt. Finde ich sehr cool, dass das geklappt hat. Und dann können wir es angehen. Ja. Der Nickname von dem Spieler hier oder der Spielerin ist Eva Good Cool, wie auch immer. Der habe ich vorhin geholfen bei in der gemalten Welt von Ariamis und habe jetzt einfach mal gefragt, ob ich da Hilfe bekommen könnte. Und es hat gleich wunderbar geklappt, von daher. Super. Okay, dann können wir es angehen. Bin mächtig gespannt, wie es hier läuft jetzt. Er kann schon ganz schön frusten, der Junge hier. Okay. Ja, der hat mehrere beschissene Attacken. Unter anderem hier die ganze Zeit sein dunkler Hauch hier. Oh, ich hab's gleich hinter mir. Verdammte Scheiße. Dreh ich um! Okay. Das war natürlich sehr gut. Ich habe den Jungen jetzt noch nie zu zweit gemacht. Also freue mich da sehr drüber, dass das hier funktioniert hat. Das letzte Mal, als ich den gemacht habe, dann habe ich den auch mit Havels Rüstung gemacht. Direkt unter dem stehen ist auch keine gute Idee, wie man sieht. Soweit ich weiß, würde es auch nichts bringen, dem den Schwanz abzuschlagen. Aber sie haut hier schon gut rein. Habt ihr das gesehen eben? Macht schon Spaß. Naja, komm hin. Wobei ich hier relativ beschissenen Schaden mache. Ja, so eine richtige, ein richtiges Rezept gegen diesen Gegner weiß ich jetzt nicht. Also hier seine scheiß Hauch da die ganze Zeit, der kann ihm schon mächtig wehtun. Ja, man muss halt auch immer dafür sorgen, dass wenn man hier Hilfe hat, man muss die ja heilen, die Arten, ne? Also das war ja eben schon reichlich knapp. Das ist ein Angriff, da zieht er einem hoch und dann ist man anfälliger. Ei. Aber ihr seht schon, der ist nicht einfach. Also der kann einem schon ganz schön das Leben schwer machen hier. Man kann immer mal ein bisschen versuchen, hier seinem Hauch da so ein bisschen auszuweichen. Aber ob das mal alles so hundertprozentig klappt, sei mal dahingestellt. Ich finde es trotzdem cool, dass sie hier schon verdammt viel Schaden macht. Dieser Hauch ist echt mörderisch. Da hat es mich wieder erwischt. Oh Mann, ich glaube, ohne Hilfe würde dieses Video erstens bestimmt eine Stunde gehen. Bei dem lächerlichen Schaden, den ich hier mache. Und ei. Mal hochheilen hier. So. Weg, weg, weg. Ah, das ist doch noch erwischt.
Ja, der verspult seinen Scheiß natürlich in einem ganz schönen Radius. Oh, es gibt doch eins. Oh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Obsidian Großschwert. Sehr cool. Vielen Dank, ey. Mal auffrischen hier. Uiuiuiuiui. Ah, wir haben ihn gleich. Jawoll, da haben wir es. So, cool. Vielen Dank. Ja, das gibt natürlich wieder noch ein paar schöne Seelen. Wir können uns gleich mal das Schwert angucken, was wir bekommen haben. Wo haben wir es denn? Da. Da brauchen wir bestimmt 20 Stärke, okay. Ja, ja, ich weiß. Nee, das wollen wir uns angucken. Okay. Okay, ich will mich nochmal schnell bedanken. Da ist er. Man könnte jetzt natürlich auch mal überlegen, ob man da vielleicht auch mal anfragt, ob sie, ich sage jetzt einfach mal, ob sie mitkommen will zu Manos. Macht auch viel mehr Spaß, wenn man hier zu zweit am Kämpfen ist und ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es alleine geschafft hätte. Alleine hätte ich mir wahrscheinlich auch die Havels-Rüstung angelegt, die haben wir ja bekommen in Anor Londo. Das habe ich beim letzten Mal auch so gemacht, auch mit dem Havels Schild, also das hält da schon ein bisschen mehr aus. Ja, cool. Ja, ich frage sie gleich mal, ob sie nicht noch mitkommen will. Das machen wir gleich. Ich gehe erstmal zum Leuchtfeuer. Auf jeden Fall macht mir das sehr viel Spaß hier mit Leuten hier rumzudallern und Bosse zu legen. Ich werde sie dann auch gleich mal fragen, ob sie mitkommen will zu Manos. Und ja, dann mache ich erstmal einen Cut. Wir haben einen schönen Bosskampf gesehen. Die Videos müssen ja nicht immer alle eine halbe Stunde gehen. Und ich frage einfach mal nach, ob sie mitkommen will, Manos zu legen. Und ist ja auch viel cooler, wenn man da auf dem Weg schon zu zweit ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis gleich.